Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22, das Projekt Big Farm hier auf Neubartelshagen. Und ich bin unterwegs zu unserem kleinen Feld, das wir da hinten noch haben, nämlich dieses kleine Eckchen, dieses Zipfelchen. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir da einfach Gras ansehen oder vielleicht doch noch Getreide. Aber dann müssten wir tatsächlich dann extra mit dem Drescher hinfahren. Lass mich nochmal ganz kurz schauen, was wir denn da jetzt schon angesät haben. Ich bin der Meinung, Raps. So. Okay. Augenblick. Was haben wir jetzt hier liegen? Ja, wusste ich doch. Raps. Wenn wir Raps haben, dann haben wir das Schneidwerk auch drauf. Und dann könnten wir natürlich dann auch Gerste oder Weizen hier ansehen. Aber auf der anderen Seite müssen wir ein bisschen überlegen. Denn Gerste, Raps, wann wird denn eigentlich Raps? Raps. Erntezeitraum Juni, Juli. Und ja, das andere ist ja sowieso erst deutlich später. Wir können aber nur noch Weizengerste hier ansehen. So, wir schauen mal ganz kurz, was die hier machen. Ah ja, sehr gut, der ist gerade fertig. Den Fendt, beziehungsweise wir düngen hier schon mal vor mit den Gärresten. Und ich habe den hier so eingestellt, beziehungsweise ich bin hier schon so Vorgewende gefahren, dass er eigentlich genau einmal hoch und einmal runter fährt. Und gleichzeitig tun wir das Feld gerade mal schon mal bearbeiten mit der Kreiselecke. So, da machen wir hier nochmal ein bisschen Gärreste drauf, weil, wie gesagt, das kostet uns nichts, außer natürlich die Kilometer. Das ist natürlich immer richtig. Und den Sprit. Aber wenn wir dann schon mal ein bisschen vorgedüngt haben. So. Da haben wir noch unsere Silageballen schon aufgesammelt und aufgestapelt. Die müssen aber erst noch gären. So, und da kommt der Kollege mit der Kreiselecke. Dann können wir den hier nochmal losschicken. Weil der wieder Kreiselecke, der macht dann hier ein bisschen Doppelsturz und schon mal die Feldvorbereitung. Gut, das passt soweit. Ja, dann kommt schon mal ein Stickstoff drauf. Jo, der Messi. Und wir schauen jetzt mal, was wir da vorne wirklich jetzt ansehen. Ich meine, das Einfachste wäre natürlich eine kleine Wiese. Ja, es geht hier um dieses kleine Stückchen hier noch. Das möchte ich nicht ganz brach liegen lassen. Ja, da würde ich doch sagen, dann machen wir doch... ja, also mit dem Drescher hier jetzt tatsächlich da drüber fahren, um das bisschen Material hier einzusammeln. Naja, also lasst uns mal sehen. Zack, zack, zack. Das ist Ölrettich, das ist Gras. Ja, was anderes haben wir nicht, gell, hier auf dieser Map. Gras, okay. So, noch einmal rückwärts setzen. Okay. Das Ganze haben wir gepflügt. Na, und ablassen. Und dann legen wir hier mal los. Und dann machen wir hier Gras drauf. Besser als gar nichts. Mein müssen wir ja nicht ernten, müssen wir ja nicht mähen, aber besser ist es. Ja, witzig wäre natürlich im Prinzip hier diese Ecke zu nehmen, um ein paar Bäume zu pflanzen. Wir sind ja bei unserem anderen Projekt der Alpenmap sind wir jetzt mittlerweile in der Forstwirtschaft angekommen. So, ich glaube, da kann ich durch. Da haben wir noch keine Fruchtzerstörung. Ist der erste, genau, das passt. Und da haben wir ja Forstwirtschaft und da hatte ich schon auch schon die Überlegung, weil hier haben wir natürlich flache Felder, hier könnten wir wunderbar natürlich Bäume pflanzen und dann mit unserem Mod, mit dem stationären Häcksler, könnten wir Hackschnitzel produzieren und dann zum Biokraftwerk bringen, nicht zur BGA, sondern Bioheizwerk, irgendwie sowas. Bioheizkraftwerk. So, und das bringt uns, dann würde uns nämlich auch gut Kohle bringen. Und hier wäre es natürlich einfacher, die Bäumchen zu pflanzen. Okay. Wäre natürlich auch eine interessante Sache. Aber machen wir jetzt noch nichts.
Jo. Die Ecke haben wir ja auch mittlerweile neu gestaltet und haben da jetzt zwei Felder draus gemacht. Ein großes, ein kleines. Eins, was eben um die Ecke geht. Ja, hier hinten muss man halt ein bisschen immer von Hand anlegen, weil natürlich der Winkel hier für den Helfer nicht ganz so geschickt ist. So, und wie gesagt, wir können hier rüber. Und wenn wir das Feld hier nebendran, wo jetzt gerade hier das Unkraut drauf ist, wenn wir das natürlich noch erwerben würden, dann könnten wir hier natürlich auch ein richtig schönes, großes Feld machen. Oder eben kleinere Felder. Denn ihr habt es ja mittlerweile sicherlich mitbekommen. Es ist, ja, die Katze ist aus dem Sack. Es wird Karotten, rote Beete und noch andere neue Früchte geben. Und natürlich auch neue Maschinchen. Für den Herbst ist angedacht hier auch eine neue Map, ein großes Expansion-Paket. Und da hätten wir natürlich auch neue Früchte, neue Maschinen. Und die wären natürlich eher auf so einem Feld, auf so einem länglichen Feld wäre das interessant. Denn so große Felder und dann mit Karotten und so, ich glaube, wir wissen schon Bescheid, auch mit Kartoffeln und Zuckerrüben, ist das natürlich schon ein ganz schöner Act. So, da kommen wir noch rum. Ist es natürlich schon ein ganz schöner Act und eine Mods-Arbeit und Abfahrerei, weil ja doch die Maschinen dann relativ schnell voll sind. Bei 30.000 Liter sollte man gar nicht meinen, aber Zuckerrüben und Kartoffeln bringen halt schon einiges an Ertrag. Und das haben wir mit Sicherheit auch bei den Karotten, bei den Möhrchen. Und da sind natürlich dann solche Felder hier schon ganz schön groß. So, da wird irgendwas blockiert. Ja, das erklärt vieles, aber das passt auch, weil mit dem Kollegen müssen wir erstmal wieder zur BGA und das Ganze hier mit Gärresten auffüllen. So ist übrigens auch so eine interessante Geschichte hier, dass immer das Lenkrad vorne ist, wenn man den Helfer übernimmt. Hier im Fendt. So. Ja, ich bin immer noch am Überlegen, ob wir vielleicht irgendwann mal hier, ich weiß es nicht, Subventionen zum Bauen von Gebäuden. Ja, da muss ich mir noch Gedanken machen, weil es ist doch hier ein bisschen trostlos und ein bisschen einsam. Wir müssten ja echt mal ein bisschen vorwärts kommen, auch mit dem Geld, damit wir endlich bauen können. Das, was wir ja vorhaben, einen schönen großen Kuhstall und natürlich auch endlich mal ein paar Hofgebäude, damit wir hier richtig basteln können. So, dann fahre ich mal hier jetzt wieder lang, da wo er schon gearbeitet hat. Mit der Kreiselecke, wo schon der Stoppelsturz war. So. Ne, er hier. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir denn das jetzt wieder am geschicktesten? Ja, weil das ist echt so ein Feld, wo man eigentlich nicht die ganze Zeit hier bearbeiten möchte. Da bietet sich doch fast echt Gras am besten an. So. Dann hier einmal um die Kurve und dann das Eckchen hier noch gemacht. So, das sollte doch passen jetzt, oder? Dann haben wir das Feld hier bearbeitet. Dann klappen wir hier mal die Gerätschaft wieder ein. Fahren mal hier zur Seite. Okay, und dann schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an, wie das jetzt aussieht. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, ich glaube, da sieht man gar nicht so viel. Augenblick mal, nee, Wachstum, sieht man da was? Nee, auch nicht. Ja, das ist bei Gras immer so ein bisschen, ja, muss gewalzt werden. Ja, das können wir dann noch auf jeden Fall machen. So, sehen wir denn hier was? Nein, hier sehen wir nichts. Sehen wir hier was? Sehen wir hier was? Okay, da muss auf jeden Fall gedüngt werden. Okay, gut, dann holen wir mal die Walze und dann werden wir das Feld noch schnell walzen. Sehr schön.
Ja, es ist halt wie immer bei so einem Big Farm-Projekt. Es muss halt erstmal ins Laufen kommen, ja. Und wenn es da mal richtig läuft, alle Maschinen da sind und dann eben auch geerntet wird und wir auch verkauft haben, und das ist ja meine große Hoffnung, dass wir jetzt dann in diesem Winter richtig groß verkaufen und dass richtig Kohle reinkommt. Und dann müssen wir einfach mal sehen, wo wir stehen, um dann hier eben den entsprechenden Aufbau, den Masterplan durchzuführen. Ansonsten weiß ich nicht, vielleicht werden wir dann eben doch einen kleinen Kredit aufnehmen, wobei wir zahlen ja noch einen kleinen Kredit hier an der Bank ab. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht dann doch mit irgendwelchen Landessubventionen oder ähnliches arbeiten und uns da vielleicht ein paar Barmittel besorgen, um dann doch einzusteigen in die größeren Geschichten. Denn es ist, wie gesagt, immer so eine Anschubsgeschichte. Wenn es da mal läuft, dann läuft's, dann kommt die Kohle nur so rein. Und dann können wir ein Feld nach dem anderen noch kaufen. Und dann wirklich so das große, große Ziel ist es, hier fast alle Felder zu besitzen. Ja, natürlich gibt es hier so zwei, drei kleine Felder, wo ich sage, die muss es nicht sein, die brauchen wir eigentlich nicht. Aber so das große, große, große Paket, das wäre natürlich schon stark. Und wenn wir dann hier mit 3 oder 4 Dreschern dann ernten, das wäre eine ganz tolle Sache. So, das Ding hier stellen wir jetzt mal ab. Zack. Dann schnappen wir uns hier die Walze. Und dann schauen wir mal, wie weit der Fendt wieder ist. Ob sich da irgendjemand in die Quere kommt. So. Ja, das passt doch wieder ideal. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Augenblick. Also hier ist jetzt Stickstoff bzw. Gülle drauf. Stickstoff 65, hier ist noch nichts drauf, da muss noch drauf. Okay. So, und kaum ist mal aus- und eingestiegen, dann stimmt das auch hier wieder mit dem Lenkrad. Ja, die BGA, das ist natürlich auch nicht verkehrt, aber... Wirft natürlich jetzt nicht die Wahnsinnssummen ab, das ist eher so für den Unterhalt, hat zwar immer was zu tun, wirft auch jede Menge Gülle oder Gärreste ab zum Düngen, aber ist natürlich jetzt nicht so ertragreich, weil wir auch nicht genügend Silage haben. Wir müssten eigentlich noch 2 oder 3 Fermenter-Silo haben, um dann hier wirklich auch mal genügend Silage zu produzieren, damit die BGA auch wirklich sozusagen durchläuft. So, jetzt schauen wir mal, wo ist er denn, wo ist er denn? Naja, muss ja hier lang fahren und wir haben eigentlich nur noch diese 2 Streifen, also einmal hoch und runter vielleicht. Naja, gut. Das passt soweit. Ach so, nö, macht er, alles klar, funktioniert. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Wir fahren mit unserer Walze. Zu unserem kleinen Grasfeld. Ja, mir fällt sonst nichts Vernünftiges ein, was wir mit diesem kleinen Eck machen können. Gras kann man eigentlich immer machen. Und Gras brauchen wir ja auch. Entweder können wir das dann ins Fermentersilo werfen oder wir machen Silage für die Kühe. Dumm-di-dumm. Ja, das Problem ist halt eben diese ganz kleine Insel da, diese mit den Bäumen. Da ist aber auch eine kleine Delle drin, eine Einwölbung. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie man das am geschicktesten wegkriegt. Man könnte das natürlich versuchen einzuebnen und dann die Pflanzen alle weg häckseln oder wegradieren sozusagen. Müsste ich mir mal Gedanken machen, weil dann hätten wir natürlich ein großes Feld und dann würde diese Ecke da nicht so stören. Auf der anderen Seite hat das ja auch einen gewissen Charme hier, ne? Ah, da war wieder mal dieses, keine Ahnung, ob das Radio eine Durchsage oder was auch immer das ist. So. Ja, da müsste das ja ziehen können. 175 PS, glaube ich. Ja,
Ja, ist jetzt natürlich von der Textur ein bisschen schwierig zu erkennen. Da hätten wir vielleicht andersrum fahren sollen, quer fahren sollen. So, dann schauen wir mal noch mal kurz, wo der Fendt ist. Okay, der fährt jetzt da lang und macht jetzt auch alles. Was das jetzt? Oh, guck mal. Naja, da hat es 80, 80, 80. Das passt eigentlich. Naja, das passt. Okay. Gut. Dann machen wir hier die Spur noch die Bahn fertig. So. Und wir fahren jetzt mal geradeaus hoch. Weil dann haben wir wenigstens überhaupt einen Durchblick oder einen Ansatz. Ja genau, da macht er nämlich jetzt die Spuren hier parallel zur Fahrbahn. Und dann haben wir wenigstens einen Ansatz, wo wir schon hier gewalzt haben. So. Mal hier um die Kurve. Gegenlenken. Sehr schön. So, und wo ist der Fendt? Der Fendt ist gleich fertig. Okay, dann haben wir das Ganze hier auf jeden Fall gedüngt. Dann kann der andere hier noch die 3-4 Spuren fahren. Und dann wäre das Feld soweit vorbereitet und dann können wir da nämlich, ich denke, da werden wir mal halbe-halbe machen auf dem Feld. So, das hängen wir ab. Da werden wir dann halbe-halbe machen und das heißt, die Hälfte wird Mais und die Hälfte wird Sonnenblumen. Das ist so ein bisschen jedenfalls meine Idee für die nächste Saison. Denn, lass mich nochmal ganz kurz gucken, denn da oben das Feld, da haben wir ja was angesät bereits. Weizen oder Gerste. Dann haben wir nämlich nur noch dieses eine Feld. Und springen. Ups, ups. Okay, was haben wir denn hier angesät? Nee, nicht Lehm. Gerste, Gerste haben wir ja angesät. Okay. So. Sehr gut. Okay, das sieht man ungefähr, wo man schon gewalzt haben. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal in der Mitte drüber fahren. So, und dann sind wir ja auch schon im Oktober. Dann gibt es eigentlich gar nicht mehr allzu viel zu tun. Ah, doch, jetzt sieht man, wo man gewalzt hat. Ups, nicht so schnell, nicht so schnell. So viel gibt es gar nicht mehr zu tun. Oktober, November, Dezember. Und da werden wir, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun haben. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen um unsere Kühe, glaube ich, kümmern. Aber ich habe vorhin geschaut. Also da sind eigentlich alle Silos schön, schön voll. Und das heißt, dann werden wir uns höchstwahrscheinlich erst wieder sehen. Ja, im Januar. Oder ja, Januar vermutlich, um dann nämlich mal ganz groß hier Kohle zu machen, um unsere Lager, unsere Silos zu leeren und hier hoffentlich endlich Produkte zu verkaufen und hier richtig Geld zu machen, dass wir vorwärts kommen. So ist jedenfalls der Plan. Ja, jetzt sehe ich gerade, Augenblick. Ja, da müssen wir nochmal lang. Das war irgendwie von der anderen Seite leichter zu sehen. Ja, da müssen wir. Okay. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Wir schauen mal kurz in die Übersicht. Ja, genau, der Rest ist ja Fahrweg. Dann schauen wir nochmal, wie es hier aussieht. Ertragspotenzial. Wir müssen Stickstoff drauf machen. Okay, alles klar, das machen wir noch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Nein. So, ich bringe jetzt hier die Walze zurück. Und da war wieder dieser Funkspruch oder dieses Radiogeräusch oder irgend sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen oder ein Abo sehr, sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit und sage an dieser Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei unserer wunderschönen Big Farm Projekt auf Neubartelshagen. Also bis dann. Tschüss.